So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bitcoin-Update. Und ich würde sagen, das ist doch mal definitiv ein Update wert, denn wir haben eine ziemlich starke Korrektur von Bitcoin gesehen über die Nacht. Vor allem in der Asia-Session heute Morgen sehen wir, wir können mal auf Tagesbasis erstmal gehen, doch eine sehr, sehr bärische Kerze. Und das bedeutet, der Widerstand da oben, den wir vor ein paar Tagen gefunden haben, wo wir schon gesagt haben, na, ob da noch Kaufkraft reinkommt, der hat jetzt hier sein volles Potenzial gezeigt. Und wir sind jetzt auch langsam in der Richtung der 46.400 bzw. $46.500, wo wir so ein bisschen die Vermutung haben, dass eben potenzielle Kaufkraft reinkommen könnte. Warum das so ist, werde ich jetzt gleich mit dir hier nochmal im Chart durchgehen. Wichtig ist vor allem erstmal zu sehen, was sollte jetzt beachtet werden? Wir sehen einmal hier oben diese starke Umkehrformation. Wir haben das Hoch hier abgegriffen. Der Markt macht seine Art Rounding Top und zeigt hier die Umkehr. Dabei haben wir ein wichtiges Support-Level bzw. ein sogenanntes Turnaround-Level hier auch durchstoßen. Was ist der Unterschied zwischen einem Turnaround-Level und einem Support-Level? Im Prinzip relativ einfach. Support ist nicht immer da, wo der Markt dreht. Und Resistance ist auch nicht immer da, wo der Markt dreht. Sondern Support und Resistance ist eher da, wo wir sehen, dass die Kerze, die aus einem Bereich wieder zurückschließt, dort liegt die echte Liquidität. Wir sehen zum Beispiel hier, als der Markt das höchste Hoch mit dieser Kerze gemacht hat und mit der nächsten roten Kerze in diesem Bereich zurückgeschlossen hat, dann nehmen wir den Kerzenschatten und den Schlusskörper und das ist die echte Liquiditätszone. Ja, das ist die Zone, die, wie du auch hier siehst, dann letztendlich geretestet wird. Hier oben ist der Markt nur hingegangen, um seine Stops zu fischen. Denn der Markt bewegt sich antizyklisch, der Markt bewegt sich anti-Retail, wie ich gerne sage, nämlich so, dass die meisten Leute ihr Geld verlieren. Und deswegen können neue Hochs, neue Tiefs nicht dazu dienen, zu sagen, okay, da war jetzt der Turnaround, beziehungsweise da war der Turnaround, aber da war jetzt das Sentiment anders, da waren die Käufer stärker oder Verkäufer stärker, nein, sondern wir müssen davon ausgehen, dass eben der Markt erstmal immer ein bisschen drüber geht oder ein bisschen drunter geht. Das heißt, wir sind hier jetzt unter diesen starken Turnaround, unter diese Turnaround-Zone gegangen, kommen jetzt hier auf den EMA 20 und wir sehen, der EMA 20 ist ein sehr, sehr starker Trendindikator, beziehungsweise eine Trendstütze, viel eher gesagt, die eben Bitcoin hier auch sehr stark immer wieder respektiert hat. Wenn wir uns das mal ein bisschen länger ziehen, dann sehen wir, okay, wir haben hier doch eine relativ starke Trendbewegung bekommen. Und sollte Bitcoin bearish schließen hier unten, dann haben wir auf jeden Fall wieder ein neues bearisches Szenario. Ob sich jetzt noch auf Tagesbasis ein Short-Einstieg lohnt, ich würde sagen kurzfristig nicht, weil eben nach so einer Kerze natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin kurz überreagiert und dann überreagieren klingt, als wenn es launisch wäre, ist es ja in gewisser Weise auch. Würden wir potenziell erstmal auf einen besseren Preis warten, auf ein Retracement, um dann nochmal etwas höher in den Markt einsteigen zu können, um dann die größere Korrektur zu handeln, die dann Richtung 42.000 gehen kann. Weil eben hier die großen gleitenden Durchschnitte sind und wenn wir die Makrostruktur mal betrachten, definitiv Platz bis hierhin ist. Wir können mal Fibonacci verwenden, irgendwo im Bereich 50, 61, 38. In dieser Zone könnten wir diesen sehr, sehr großen Rücksetzer, in Anführungsstrichen großen Rücksetzer natürlich, auch erwarten. Ja, wo genau? Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir möglichst genaue Prognosen geben, sondern wie wir darauf reagieren. Wir werden uns den Bereich, sobald der Markt runterkommt, genauer ansehen, um dann entsprechend auch Handlungen einzuleiten. Das ist das, was wir brauchen. Ansonsten auf Tagesbasis nach wie vor kann es sein, dass jetzt hier diese Unterstützung letztlich gebrochen wurde, dass der Markt bearish schließt. Hier unten haben wir natürlich ein großes Volumencluster. Das heißt, hier erwarten wir nicht, dass der Markt einfach so durchrennt. Das wäre sehr, sehr untypisch, sondern potenziell nach unten faken und sich dann hier erstmal ein bisschen aufhalten und mit einer Akkumulation reagieren. Gehen wir das Ganze mal auf kleinere Zeiteinheit an, um das zu verifizieren. Ja, der Durchbruch kann hier geschehen sein. Wir sehen hier schon gleitende Durchschnitte, die potenziell kurzfristig ein bisschen Kaufkraft reinbringen können. Aber wir brauchen ein ganz besonderes Szenario. Wir brauchen bullische Power hier nach oben in diesem Bereich. Die Kerze muss hier schließen, höheres Tief. Und dann können wir potenziell eine Trendfortsetzung sehen. Sollte das nicht passieren, sollte sich der Markt hier mit Dojis, mit Dragonfly Dojis, wie auch immer mit Hammerformationen hier ganz, ganz schwer tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Durchbruchs nach unten sehr, sehr groß und das sollten wir dann auch weiter forcieren. Auf Stundenbasis ja extrem starker Impuls, jetzt Short einzusteigen, definitiv nicht mehr nach so einem Ding. Wir können unser Fibonacci hier mal ansetzen und sehen, harmonische Rücksetzung wäre in den 50er bis 61er Bereich und der 61er Bereich ist dann auch der, den ich hier wieder forcieren würde.
denn da sind die gleitenden Durchschnitte. Wir haben das nach unten gebrochen und gleitende Durchschnitte sind vor allem für so harmonische Rücksetzer und Trendbewegungen immer sehr, sehr wahrscheinlich und sehr, sehr denkbar. Dementsprechend Bitcoin weiterhin short, jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt den nächsten Trade direkt short reinsetzen, sondern ein bisschen Geduld und ein bisschen warten. Wir sehen aber auch, dass die anderen Coins auch reagiert haben. Das hier war unser Ripple Trade, den wir gestern im Video auch besprochen haben. Auch sehr, sehr short, auch sehr, sehr schön gekommen. Das war wunderbar. Schauen wir uns jetzt noch Ethereum an. Ethereum, ja, fast wie Bitcoin, bewegt sich fast wie Bitcoin. ADA sollte ähnlich reagiert haben. Yes, auch ADA korrigiert, was natürlich für eben diese gesamte Marktlage für den Kryptomarkt natürlich harmonisch ist, wenn alle fallen oder beziehungsweise die meisten Coins fallen. Das soll es von meiner Seite erstmal aus gewesen sein. Ich möchte, falls du das Video so lange siehst, mich nochmals für den Support bedanken. Ich weiß, ich mache das sehr, sehr häufig. Ich will damit aber zum Ausdruck bringen, dass das alles andere als selbstverständlich ist und dass ich deswegen auch gerne alles andere mache, als was selbstverständlich ist, dich hier mit Updates zu versorgen, mit dir in Kontakt zu treten. Ich hoffe einfach, dass wir hier gemeinsam was Geiles aufbauen können und genau den Austausch, den werthaltigen Austausch hinbekommen. An dieser Stelle beste Grüße, wünsche dir gute Trades und bis bald.